So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2 Story of Mel. Ist schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Es fällt so langsam die... Also, ups, SCG war kriechen. Hier komme ich her? Komme ich hierher? Es fällt so langsam diese Anlage auseinander. Da komme ich raus, genau. Und wir müssen versuchen zu fliehen. Hier kommen wir nicht durch. Ich habe meinen Sound ein bisschen sehr leise, so. Jetzt höre ich auch was. Ach, hier ist eine Treppe da unten. Dann gehen wir hier mal einfach mal runter, würde ich sagen. Und gucken mal, was uns unser Freund Virgil noch so empfiehlt zu tun. Auch hier komme ich nicht durch. Hallo? Komme ich überhaupt irgendwo durch? Ich vergesse gerade auf weiße Wände zu achten, fällt mir gerade auf. Ist vielleicht nicht so schlau in dem Spiel, wo man auf weiße Wände achten sollte. Da ist keine weiße Wand. Hier auch nicht, hier auch nicht. Okay. Was bringt mir dieser Raum? Hier ist auch nirgendwo ein Schalter oder Hebel oder so gewesen, ne? Hier vielleicht? Hallo? Ist hier irgendwo ein Hebel? Womit ich vielleicht weiterkommen könnte? Wenigstens vibriert nicht mehr alles und fällt auseinander. Gerade. Aber ich habe gerade auch keinen Dunst. Hä? Oder ich komme doch da raus, oder nicht? Ich komme doch hier aus diesem schmalen Gang, oder irre ich mich gerade? Wir können natürlich auch einfach reingehen. Doch, doch, da komme ich her. Doch, 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 doch. Ich erinnere mich. Da komme ich auch nicht durch. Hier ist tot. Gibt es hier auch irgendwo einen Hebel oder sowas, um irgendeine Tür zu öffnen, bitte? Ah. Okay. Der Hebel. Ja, es hat funktioniert. Wieso kommt da Wasser durch die Decke? Kam das eben gerade auch schon? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. So, er war überrascht, dass es funktioniert hat. Ich weiß aber nicht... Ah, jetzt ist grün. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was es bewirkt hat. Hier kommen wir raus. Das brennt. Ja, das wäre auch nett, mal durch einen Raum durchzukommen. So, Wasser. Ich habe gesehen, dass oben auf dem Dach es getropft hat. Ups, hat ein bisschen geleckt. Da ist auf jeden Fall auch eine Tür, wo man rauskommt. Achso, da müssen wir dann lang. Warum hat es auf dem Dach getropft? Weil da Wasser rauskommt. Das heißt, wir müssen versuchen, das zu löschen. Wie kommen wir aufs Dach? Das ist die nächste Frage. Wir könnten uns irgendwie hochkatapultieren, indem wir durch eine der Türen rausgehen und dann runterspringen, aber hier ist nirgendwo so ein Feld zum zurückporten. Da ist eine Tür und da, beziehungsweise da ist eine weiße Wand, die bringt mir aber gar nichts. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwo eine weiße Wand da oben sehen, aber ich sehe so auf Anhieb nichts. Hier unten ist nur ein bisschen Flüssigkeit, aber es bringt doch auch nichts. Warum ist hier ein Weg nach unten? Man weiß es nicht. So, hier ist auch gar nichts. Man muss eigentlich mal irgendwo nach oben, ne? Das heißt, wir suchen jetzt oben nach einer weißen Fläche, die wir nirgendwo sehen. Hey, wofür sind hier unten weiße Flächen, wenn man dann nicht nach oben kommt? Irgendwie Fahrstuhl oder irgendwie sowas. Irgendwo eine weiße Fläche. Ich habe da leider so ein Problem, dass ich das immer nicht sehe. Das sieht so aus, als wenn man da dann irgendwann rüber könnte. Aber auch da hinten ist keine weiße Fläche. Da oben ist eine weiße Fläche. Gehen wir doch mal dahin. Siehste, haben wir endlich mal was gefunden. Dann geht es nämlich auch mal weiter. So. Jetzt sind wir oben. Da ist nämlich genau das Dach. Und hier können wir nicht durch, weil wir keine Möglichkeit haben, das zu öffnen. Wo kommt der Strom dafür her? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Aber wir können auf jeden Fall erstmal das Wasser mitnehmen. Und was machen wir damit? Eigentlich wollten wir das Feuer da löschen.
Aber wir haben keine weitere weiße Fläche, wo es rauskommen könnte. Ich würde gerne hier durch, muss ich sagen. Aber es würde mir auch nichts bringen, weil dann würde ich da vorne stehen. Ich könnte auch erstmal auf das Dach gehen. Ja, es ist nicht so gesund, was ich hier gerade gemacht habe, aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Siehst du. Das ist nämlich auch eine weiße Fläche. Great. From there, there's just the walls. Don't get comfy though. I pulled the plug on some emergency runoff dams, but the goo is still rising. Okay, die Flüssigkeit steigt. Ich glaube, diese Reinigungsflüssigkeit, die mich umbringt. Aber wir können hier durch. Nice. Haben wir den Raum relativ flink geschafft. Dafür, dass ich geistig noch gar nicht auf der Höhe bin. Whoever built this place must be a great architect. Wer auch immer diesen Raum gebaut hat. Irgendwo ist ein Kontrollpanel für ein Hatch. Ist das Hatch? Ich glaube, das ist Hatch. Wir stellen erstmal die Pumpe an. Pumpe ist immer gut. Ich bin mir noch nicht sicher, was mir das bringt, aber Pumpen sind nie schlecht. So, hier ist auf jeden Fall Ende Gelände. Das sind weiße Wände, wo man rauf könnte. Was mir nicht so viel bringt, da ich feststecke. Wir könnten aber uns erstmal versuchen, darüber zu katapultieren, aber ich glaube, das geht nicht. Oh, hier ist blaue Flüssigkeit, die mir nochmal was bringt. Sprung, ne? Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geben wir uns mal ein bisschen Sprung. Ups. So, wir geben einfach mal hier überall Sprung. Man kann nie genug Sprung haben. Ich hätte gern ein bisschen Sprungflüssigkeit hier unten, auf dem Boden. Aber das geht nicht. Hier machen wir auch mal. Wir machen erstmal alles voll mit Sprung, was so mit Sprungflüssigkeit geht. So. So ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Desto mehr Sprungflüssigkeit, desto besser. So, hier hinten haben wir auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Sprungflüssigkeit zu machen. Was uns das bringt, weiß ich noch nicht. Wir machen es aber mal. Das ist auch richtig sinnlos, ne? Man kann das nur in eine Richtung machen. Machen wir mal eben kurz dahin und dann machen wir es von hier nochmal. Ach, es sprüht trotzdem in die Richtung. Okay. Es bringt also gar nichts. Hier ist auch ein Loch, wo man ein bisschen Flüssigkeit draufsetzen kann. Was mir auch nicht so viel bringt. Außer, dass ich jetzt darauf könnte, was mir auch nicht so viel bringt, ne? Wir gehen aber trotzdem mal rauf. Mal gucken. Vielleicht schummel ich mich wieder irgendwo hoch. Ist das eigentlich das, wenn ich... Ne, ich glaube, wenn ich von hier aus runterspringe, habe ich immer noch denselben Speed wie wenn ich raufgesprungen bin. Aber wir könnten... Was können wir noch machen? Ich weiß es nicht. Wo muss ich überhaupt jetzt hin? Was ist mein Ziel? Ich muss da oben rein. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwo hochkatapultieren. Hier ist kein Loch im Boden. Hier auch nicht. Es hilft mir alles nichts, weil ich würde mich gerne eigentlich da oben rauskatapultieren, aber ich habe keine Möglichkeit, von oben irgendwo runterzukommen. Ne, so weit kann ich ja gar nicht springen, ne? Oder? Ne. So weit kann ich nicht springen. Wir müssen uns einen Boost geben. Wahrscheinlich habe ich wieder vollkommen falsche Lösungsansätze, so wie jedes Mal. Es muss ja auch einen Grund geben, warum hier sowas ist. Aber ich komme auf keine Lösung. Hier wäre eigentlich so ein perfekter Boost-Platz, wo man mit Speed sich durchrauschen lässt. Aber ich habe keine orange Flüssigkeit. Ich habe ja nur die... Caution. Ich habe ja nur diese blaue. Wir geben uns mal eben einmal den... Okay, das war so nicht geplant. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich mir selber einen Jump Boost gebe und dann mich dadurch katapultiere. Okay, so funktioniert das. Wirklich. What the fuck? Es hat funktioniert? Ich bin gerade mehr überrascht als ihr. Und das hat auch funktioniert. Ich speichere mal eben. Weil ich kenne mich, ich falle gleich einfach runter. Ich glaube nicht, dass das der
gewollte Lösungsansatz war, aber ich mach's einfach mal. So, mein Mikrofon hat gerade gesponnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gelöst habe, ob ich den Sound leise gedreht habe und eine Markierung reingepackt habe, von wegen, sorry, Mikrofon hat gesponnen, oder ob ich es irgendwie noch gerettet habe. Ich habe es gerade zufällig gesehen. Das ist natürlich ärgerlich. Sowas ist immer richtig ärgerlich. Auf jeden Fall habe ich, ich glaube nicht den Originalweg genommen. Oh, und jetzt kriegen wir einfach nur orange Flüssigkeit, die uns was bringt. Ach, wir müssen da oben noch weiterhin. Wo kommt orange Flüssigkeit raus? Ach, da! Ah, dafür ist der Boden. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Ich glaube nämlich auch, dass ich dann mir da so ein bisschen Boost holen kann. Aber das mit dem Mikrofon ärgert mich gerade tierisch. Weil es würde auch keinen Sinn machen, das jetzt zu... neu zu spielen. Ach scheiße, falsches Portal gesetzt. Und dann so zu tun, als wenn ich nicht wüsste, was ich mache, weil es war einfach sowieso schwer genug schon. Ärgerlich. Irgendwie 5 Minuten oder 3-4 Minuten, die ich wegcutten darf. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Speed und das bringt uns nicht ganz so viel, außer dass wir halt mit Speed dann da reinrennen können. Und das würde uns... Wohin wollen wir uns denn schießen? Das ist jetzt die nächste Frage. Wohin wollen wir uns schießen? Eigentlich will ich mich ja dahin schießen, ne? Was ist da überhaupt? Gehen wir mal hier hoch. Ah. Siehst du? Ich weiß nicht, ob das hier beabsichtigt ist, dass ich mich hier hochschieße, aber wir versuchen es einfach mal. Ups. Okay. Wir schießen uns einfach mal. Nice. Ich glaube, das war beabsichtigt. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Diesmal ohne Mikrofonprobleme. Verdammt. Verdammte Axt. My records show that at least 2 people were needed to activate the voltage. You're one person. There's a bit of a problem there. Okay, es benötigt 2 Leute. Oh. Das war ja easy. Also, gibt Schwereres als das hier. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so schlau war, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht mal, was ich gerade gemacht habe. Ich glaube, ich habe das da oben aktiviert. Oh, es geht auf. Und wir haben keine weiße Fläche. Nein. Ah, Fahrstuhl. Smarter than I thought. Not a genius like me, but still. Take the elevator up to me. I'm in the junkyard just outside the hatch. It's finally time for me to repay my end of the deal. Okay, wir treffen ihn. Wo auch immer der Fahrstuhl jetzt hinfährt, ich denke da unten. Wir versuchen mal von dieser Seite aus reinzugehen. Oh, das war knapp. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Nice. Es hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Wesentlich besser. Wesentlich, wesentlich besser. Wir sind draußen irgendwann mal. Es wäre schön jetzt, wenn irgendwie das alles überflutet werden würde. Und gute News: Wir werden nicht über die Goo zu sorgen, die uns lebend essen. Schade. Wir sealen den Hatch und wir müssen nicht mehr über das sorgen. That's definitely a plus. Ja, dann ziel mal das Hatch. Er sagt, wir müssen uns um nichts mehr sorgen. Hier sieht es auf jeden Fall um einiges moderner alles aus. Cool. Und es ist ein Ladebildschirm. Dann würde ich jetzt sagen, ich danke euch fürs Zusehen für diese Folge. Mal gucken, wie ich meine Folge gerettet habe. Ja. Bis zum nächsten Mal.